Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind jetzt im Sonntag, aber wir haben ja noch den ganzen Tag und 40 Stunden Zeit. Also sind wir auch kein Stress. 16 Spiele. Mal gucken, wie viel ich heute am Sonntag mache. Mit Sicherheit nicht alle 16, das kann ich jetzt schon sagen. Und es gibt auch eine kleine Neuheit. Ich habe mir einen neuen Spieler gekauft. Und zwar... Wir werden jetzt, denke ich, zwei Spiele mit der Bundesliga machen. Und zwar habe ich mir gekauft, ich habe Platten hat jetzt noch nicht verkauft, aber ich habe einen anderen Spieler mir für... Ach, ich habe sogar zwei neue Spieler, fällt mir gerade ein. Also erstmal haben wir ja über die Linksverteidigerposition in der Premier League geredet. Und da habe ich mir jetzt doch nicht diesen Inform Arnold geholt, sondern ich habe mich für Aspilicueta entschieden. Warum habe ich das gemacht? Erstens, weil mir eigentlich, wenn ich mich so drüber nachdenke, war Aspilicueta einer dieser Spieler... die immer mega mir auf den Sack gingen, wenn sie im gegnerischen Team waren. Also ist einfach ein total nerviger Außenverteidiger bisher gewesen. Deswegen denke ich, der lässt sich sehr gut spielen. Er hat jetzt zwar nur 2 Punkte aufs Tempo mehr als Leighton Baines, 79 statt 77, aber das sind immerhin 2 Punkte. Und was ganz wichtig ist, seine Arbeitsrate in der Offensive ist nur Mittel. Und dieser Inform von Arnold, der so super schnell ist, hat er halt auch wieder hohe Arbeitsrate im Angriff und Mittel in der Verteidigung. Und da ist mir das hier eigentlich lieber, plus... er hat halt auch viel bessere Defense- und Physis-Werte und Pass- und Dribble-Werte als dieser Inform von Arnold. Also ich teste erstmal diesen Aspilicueta. Das Geile war auch, ich habe ihn für 2.000 bekommen und sein Preis lag zu dem Zeitpunkt zwischen 4,5 und 5.000 Coins. Das heißt, ich hat ihn irgendjemand zu billig reingestellt für 2.000. Shadow habe ich ihn dann selber gegeben. Aber wie gesagt, der ist einer dieser Außenverteidiger, die mich aber immer total genervt haben bisher, wenn sie im gegnerischen Team waren. Und der neue Außenverteidiger in der Bundesliga... man wird es kaum glauben, aber ich will nochmal Inform Hector testen. Das Lustige, also ich hatte ihn, glaube ich, damals mit Anchor getestet. Ich möchte ihn nochmal mit Shadow testen. Ich hatte ihn gar nicht mehr als 84er in Erinnerung. Ich dachte, es wäre ein 83er, aber okay. Scheint wohl ein 84er gewesen zu sein. Er hatte eigentlich auch die viel besseren Werte als Plattenhardt. Und wie gesagt, ich habe ihn, glaube ich, mit Anchor getestet. Und ich denke, mit Shadow ist er nochmal deutlich geiler. Das eigentlich Coole ist aber an Hector, ich habe ihn für... 50.000 bekommen und das Lustige ist, der lag um die 80.000. Also um die 80.000 ist eigentlich sein Preis und irgendjemand hat ihn viel zu billig für 50.000 Sofortkauf reingestellt. Das heißt, selbst wenn er mir nicht gefällt, ich könnte ihn halt mit knappen 30.000 Coins Gewinn verkaufen. So geil. Das hat sich also schon mal so oder so gelohnt. Scheißegal, ob der jetzt funktioniert oder nicht. Und ist hier der Assi schon drin? Aber Assi ist vielleicht nicht die geilste Abkürzung. Aber gut, Assi kann auch die Abkürzung sein für Assistent. Von daher, gut, aber eigentlich ist mein... Leighton Baines habe ich auch noch, das heißt, Leighton Baines verkaufe ich natürlich erst, wenn ich die Kohle brauche, beziehungsweise ich rausgefunden habe, ob Assi, Aspilicueta funktioniert. Ich glaube, ich kürze ihn mit Assi ab, es ist ja nicht schlimm. Also ich meine ja nicht, dass er asozial ist, sondern ich meine damit ja, dass er ein Assi ist, ein Assistent. Nee, Quatsch, dass er halt Aspilicueta ist. Der Name ist so kompliziert auszusprechen, Aspili, oder ich sag Aspili zu ihm, Aspili, Aspili geht auch. Aspili, weil As dieses Quetta macht es dann so schwierig, Aspili Quetta. Aspili, genau, Aspili. Oder Pili, oder ach, ich will mir jetzt schon was einfallen, mal gucken. Jetzt erstmal ein schönes Spiel machen, wieder mit Mali auftrumpfen. Was mir vor allem gefallen würde, wenn ich mal wieder über die Außen so einen kleinen Pass, ne, in den Sturm. Es gibt immer so Phasen, da funktioniert das wieder wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich da einfach wieder ein 66er linker Flügelspieler, Silber, nicht selten, den wechselt er mit Sicherheit aus, den hat er auf Garantie nur drinne, damit er da einen guten Link bekommt, aber den wechselt er mit Sicherheit am Anfang direkt aus, werdet ihr sehen. So, was wollte ich sagen? Genau, es gibt immer so Phasen, da klappt es ziemlich gut mit von außen reinspielen und ein Tor schießen, dann gibt es wieder Phasen, da klappt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich einfach in den Phasen, wo ich so dran denke und wo ich am Anfang drüber rede, es dann einfach besser ausspiele oder ob es einfach Zufall ist. Das werden wir noch rausfinden. Da ist Hector das erste Mal. Schade. Ja, jetzt wechselt, da habe ich mir schon gedacht, dass er jetzt den Spieler auswechseln wird. Bin gespannt, wen er dafür reinbringt.
Fernandes wäre natürlich lustig, aber ah, Suarez wieder wäre natürlich lustig, wenn wir vorher das Tor geschossen hätten und er dann erst gewechselt hätte. Aber okay, hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt, rein theoretischerweise ist Hector der deutlich bessere Außenverteidiger. Ich meine, er ist ein 84er in Form gegen einen 81er in Form. Sollte nicht den Ball rausgehen lassen, bevor wir den Ball haben. Ich will nicht, dass er. Oder ich will, dass er mit den schwachen Spieler weiterspielen muss. Im Angriff. Schöner Pass. Das war ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, da wollte er gerade reingrätschen und hat dann aus den Flanken gedrückt. Schade, dass wir da hängen bleiben. Sehr gut, kein Foul, weil dann wird er nämlich wechseln. Jetzt muss er immer noch mit dem. Muss er immer noch mit dem schwachen Angreifer spielen? Abseits. Scheiße, jetzt wechselt er. Mist. Ja, was soll das? Mal gucken, wen er gebracht hat. Kane! Kane? Also da muss ja irgendjemand anderes auf links gewechselt haben. Das gibt ja sonst gar keinen Sinn. Also Kane ist ja ein Stürmer. Er spielt doch nicht Kane als, oder? Spielt er wirklich Kane? Aber da ist er total. Es sei denn, er spielt irgendeine Inform von ihm. Also zum Beispiel die 90er Inform. Aber sonst ist er doch erstens langsam, zweitens sehr steif. Passt er überhaupt nicht auf die Position. Finde ich. Kann ja sein, dass das Suarez als linken Stürmer spielt und Kane in die Mitte genommen hat. Das kann natürlich, das würde eher passen. Wir müssen mal ein bisschen konzentrieren. Am Anfang war es ganz gut. Ist doch ein Foul, Freunde. Das ist doch ein Foul. Sehr schön von Sokrates. Schöner Schuss von Bentaleb, mein schöner Distanzschuss. Boah, da hat er eigentlich auch wieder Glück. Sehr gut von Dembele. Oh! Das ist natürlich noch besser, wenn der Gegner da dran war. Meine Ecke und jetzt machen wir mal ein schönes Kopfballtor. Also, ja, Mitte sieht wieder nicht so gut aus. Wobei Vidal, ich weiß nicht, ob Vidal halt auch Kopfbälle kann. Ich mach mal hier hin. War leider nicht gefährlich genug ins lange Eck.
Oh, ah, der Ball ist noch drin. Ich wollte gerade sagen, scheiße, wir hätten fast den Ball behalten. Wir haben ihn ja sogar behalten. Schade, aber interessant, wie es Müller da schafft, am Ball zu bleiben. Modric. Modric ist relativ klein, also eigentlich ist es ganz gut, dass der da steht. Ah, es ist ein Ball für Szczęsny. Interessanter Torhüter. Er wird Suarez als Außenspieler spielen und Kane als Stoßstürmer. Und wahrscheinlich irgendeine Info von Kane. Na also. Oh, sehr geil. Schöner Pass auf den Bele und der dann einfach mal aus dem, ja, fast schon stand, oder? Ja, er lässt den Ball so ein bisschen nach rechts quasi abtitschen und dann macht er ihn einen Tick weiter hinten als vom Elfmeterpunkt rein. Sehr gut, hat auch einen guten Abschluss. Das gefällt mir. Schön rausgespielt. Jetzt aber die Spannung weiter hochhalten. 2-0 machen. Ganz wichtig. Dranbleiben. Jetzt nicht irgendwie anfangen hier einzuknicken. Oh, zum Glück legt er den nicht rein. Die muss er nur in die Mitte auf einen Golan legen und dann ist es halt ein Tor. Okay. War da noch jemand dran? Okay, erstmal. Halbzeit. Jetzt gucke ich mal nach, wie er das aufgestellt hat. Aber ich gehe davon aus, er hat Kane in der Mitte und Suarez auf links, oder? Alles andere war merkwürdig. Ach so, er hat direkt mal eine komplett andere Formation drin. Oder? Ist es eine andere Formation? Ja, da hat er mit drei Spitzen gespielt gehabt. Das war doch ein 4-3-3, oder? Ich glaube schon. Jetzt ist ein 4-1-2-1-2. Ah, Kane und Suarez, Isco, Vidal, Nainggolan, Modric. Jetzt macht das Sinn. Jetzt macht das Sinn. Glaube, ich bin nicht auf Defensiv, oder? Doch. Boah, das war knapp. Das war scheiße, das war richtig scheiße. Das war halt wieder so einer dieser dummen Ballverluste, die einfach nicht sein dürfen. Das war nicht so gut. Oh, schön, dass wir es mal geschafft haben zu klären, ey. Das war knapp. Es leckt, es leckt, es leckt. Es leckt genau in dem Moment, als ich was machen will. Sorry, aber das Tor ist scheiße. Richtig beschissenes Leck vorher. Klar, guter Abschluss von Kane, aber ich weiß nicht, fühlt sich nicht verdient an. Jetzt hat es schon wieder geleckt. Oh. Ich glaube, jetzt sieht man es auch, dass es leicht leckt. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir gerade in der Verteidigung definitiv Probleme bereitet. Ich glaube, auch hier hätte jetzt mehr aufgezogen, wenn es wieder nicht dieses scheiß Mikroleck gegeben hätte. Geil, diese Lecks gerade, richtig geil.
Ja, da sollte der hin. Oh, Vidal! Was für ein Scheißpass! Hatten das so einen Platz? So ein Lacker, ey. So ein Drecks-Scheiß-Kacklacker, ey. War schlecht von mir verteidigt über außen. Muss ich halt besser rangehen. Fuck you, ey. Muss ich halt besser rangehen. Aber da kriegt halt mit Suarez die Beine in der Kontrolle. Und was macht Piszczek? Er macht diese kurze Ecke da auf. Und ich habe ihn nicht gesteuert, Piszczek. Er macht es halt von alleine. So ein Vollidiot. So ein. Oh. Ruhig bleiben. Ist nicht verdient, diese Führung in meinen Augen. Aber wir bleiben jetzt einfach ruhig. So ein geschenktes Tor, weil Piszczek keinen Bock hat, ey. Wie gesagt, ich muss da über außen, ich muss besser verteidigen. Er darf nicht den Pass auf Suarez spielen können. Das ist auf jeden Fall mein Fehler, ich muss da besser rangehen. Aber wie gesagt, wenn Piszczek da die Ecke nicht aufmacht, gibt es wahrscheinlich kein Tor. So dumm, ey. So unglaublich dumm. Muss Hector natürlich machen. Oh, falsch Maul, ey. So ein Scheißlacker ist definitiv nicht verdient. Vielleicht werden unentschieden wie die, aber das ist halt leider eines dieser knappen Spiele, wo ich sage, es kann halt so rum und so rum ausgehen. Ja, und dann macht halt wieder so ein Scheiß-Dreckspass. Was sonst? So ein Scheißlacker, ey. Fuck! Geführt und dann dieses Dreckspiel noch verloren. Scheiße, Mann. Das erste Gegentor, wie gesagt, ist halt ein sehr knappes Spiel. Ich war vielleicht sogar teilweise der bessere, also wenn, dann war ich nur leicht der bessere Spieler. Das ist halt eines dieser scheiß knappen Spiele, das so rum oder so rum ausgehen kann. Das ist halt leider so. Ach, Mann, das ist jetzt das erste Spiel gewesen in der Weekend League. Also das erste so knappe Spiel. Meiner Meinung nach. Und ja, das haben wir halt leider verloren.
Fuck, beim zweiten Tor muss ich mir halt leider leichte Vorwürfe machen. Was ist jetzt los? Beim zweiten muss ich mir leider leichte Vorwürfe machen, weil da hätte ich halt den Pass verhindern müssen, da hätte ich halt energischer draufgehen müssen, da habe ich ihn zu frei laufen lassen. Das muss ich mir auf jeden Fall als Vorwurf werfen. Ah, okay. Das ist wieder eher ein durchschnittliches bis schwaches Team. Ich glaube nicht, dass das wieder durchläuft. Auf gar nicht wieder irgendwann abgebrochen. Egal, aber da muss ich mir Vorwürfe machen, definitiv. Beim zweiten Tor. Beim ersten Tor hat der Gegner teilweise gut rausgespielt, teilweise habe ich Pech einfach, weil diese scheiß Lecks da einsetzen. Und dann hat der Gegner natürlich auch am Schluss Glück, dass meine Torschancen nicht reingehen. Also, ein Ausgleich wäre definitiv verdient gewesen. Vielleicht wäre sogar so eine leichte, also knapper Sieg wäre vielleicht auch nicht unverdient gewesen, aber wie gesagt, mindestens der Ausgleich. Krass. Das erste Ding von Müller habe ich halt ohne Scheiß schon reingehen sehen. Und es danach Dembélé nicht trifft. Hammer. Oh, das geht ja gut los, das Spiel. Mal gucken, was er jetzt umstellt. Ach, Mäusel. Wie gesagt, das Ding von Müller sehe ich halt eigentlich schon drin. Und dann Dembélé. Krass gehalten von. Wer war das? Butland. Hector ist mir noch nicht negativ aufgefallen, hat aber halt auch zwei gute Torschancen im ersten Spiel gehabt, aber gut, er ist halt ein Außenverteidiger, ne? Also ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass ein Außenverteidiger so hoch, dass ein Außenverteidiger da die Tore macht, also das verzeihe ich mir auf jeden Fall. Wichtig ist halt Verteidigung und da ist mir jetzt noch nicht negativ aufgefallen zumindest. Was hat er denn da vorgehabt? Das war riskant. Hab Reus in den Lauf geschickt, der macht's nicht. Schönen Stellungsfehler drin gehabt. Schade. Da solche Pässe muss ich mir auch einfach abgewöhnen. Die mache ich viel zu häufig, diese schwachen Pässe. Schön gemacht von Hummels. Diese schwachen Pässe einfach in die Mitte rein, die dann sowieso nicht ankommen. Wenn sie doch mal ankommen, dann sind meistens die Spieler so bedrängt, die am Ball sind, dass es ultra schwer wird, da auch noch in irgendeiner Form im Ballbesitz zu bleiben. Was, es war ein Stürmerfoul? Wie das denn? Nice luck. Nehmen wir die Ecke mit. Oh, ich hab's geahnt. Habe ich euch nicht gesagt, das Spiel bricht ab? Ich habe euch gesagt, dass das Spiel wird abbrechen. Ich wusste es. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe immer das Gefühl, wie gesagt, das ist wahrscheinlich nur ein Gefühl, weil ich glaube, beim letzten schwachen Gegner war es auch nicht so. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Gegner eher schwach sind, wenn die ein schwaches Team haben, wenn das Team nicht so gut aussieht, dass es dann abbricht. Und jetzt werde ich auf Garantie wieder einen starken Gegner bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, das ist eigentlich schlauer mit der Premier League zu spielen. Fast auf, jetzt werden wir wieder total krassen Gegner bekommen, also mit richtig krassen Team. Ich hatte es noch nie, dass nach so einer Situation, also daran erinnere ich mich eigentlich, ich hatte es noch nie, dass nach so einer Situation schwaches Team, Abbruch, dass dann ein schwacher Gegner kam.
Ah, okay, das ist das erste Mal, dass es kein so krasses Team ist. Merkwürdiges Hybrid, nur der Dembele ist wirklich krass. Den Götze, ja, ich meine, das Team hat halt merkwürdige Spieler drin. Götze als Stürmer, 79er Sechser, also das waren aber halt auch starke Spieler wie Reus und Dembele, aber das nehmen wir mal nicht als klassisches Überteam, von daher, okay. So, jetzt konzentrieren, wir haben ja gut gespielt, wir waren der bessere Gegner, der beste Spieler. Oh, drei Leute stehen da. Einer bekommt den Ball, also spitzelt ihn raus und wir bleiben nicht im Ballbesitz. Das ist natürlich ärgerlich. Schade, hat zu lange gedauert, bis er sich gedreht hat. Wieder bleibt er im Ballbesitz. Interessant. Ach, jetzt wird er irgendwas wechseln, okay. Für Halilovic, also der Sechser ist halt ein 79er, das ist ein bisschen merkwürdig. Den wird er vielleicht tauschen und vielleicht tauscht er auch Götze. Vielleicht macht er wirklich Doppelwechsel. Halilovic und Götze. Wenn er die zwei austauscht, dann hat er ja wieder ein krasses Team. Und dann wäre es doch wieder so, dass wir eher einen krassen Gegner haben. Das war gerade Aspli Guetta und er hat sich ja da super durchgesetzt gegen den Bille. Das war das erste Mal, dass er positiv auffällt. Das war gerade ein richtig dummer Pass von mir. Coleman, sehr schön. Es ist natürlich ein Foul, aber okay. Sehr gut gemacht von Reed. Gute Grätsche. Wer war denn da im Abseits? Benteke oder was? Toll. Schade. Aguero hat eingewechselt. Oh Gott. Also doch ein starkes Team. Gut, aber wir dürfen natürlich nicht beschweren. Ich meine, wir haben auch ein starkes Team. Abschluss von De Bruyne. Eieiei. Ich habe nicht zweimal auf Schießen gedrückt. Ich habe normal auf Schießen gedrückt. Verstehe ich nicht. So, Benteke hat es schon zweimal gemacht. Mach's nochmal mit dem Kopf. Also zweimal nach. Oh! Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre. Ich glaube nicht, aber es war auf jeden Fall Linie. Der war auch rein von Smalling. Nice. So, Benteke. Insgesamt hat er ja schon drei Kopfballtore gemacht. Noch eine Ecke. Wie gesagt, solche Flanken werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufiger mal testen.
Warum ist denn da außen niemand? Hallo, was ist denn das für eine Aufstellung? Endlich. Coleman. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Oh, geil, dass wieder kein Punkt auf dem Boden war und ich keine Ahnung hatte, wo der jetzt landen wird. Sehr gut von Kanté. Mané. Mané. Geiles Tor. Schwacher. Ach nee, es war der rechte, genau. Starker rechter Fuß. Und ich habe nie auf Flachschießen gedrückt. Ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt. Ich verstehe wieder nicht, warum man den selber flach macht. Aber gut. Wenn er den selber flach macht und er geht rein, dann gerne. Auch ein schwieriger Winkel und. Ja, ich habe einfach noch auf Schießen gedrückt, er macht ihn aber rein. Sehr geil, Mané. So was habe ich erwartet von ihm. Bei seinen Werten, verdammt nochmal. De Bruyne hatte schon die Riesenchance. Ich weiß gar nicht, wer die Vorlage gemacht hat. Könnte sogar Benteke gewesen sein. Erste Vorlage wäre das dann. Sehr gut von Coleman. Wie gesagt, der ist mir auch noch nicht negativ aufgefallen, Coleman. Also, er ist auch nicht, was die Geschwindigkeit angeht, negativ aufgefallen. Das ist er natürlich. Von den Schade. Dass er natürlich von den Defense-Werten hervorragend ist, ist ja klar. Ist ja eigentlich Leighton Baines auch. Wenn er eine zweite Impfung bekommen würde, Leighton Baines, würde ich ihn wahrscheinlich auch direkt wieder testen. Das war ein normaler, ganz kurz angetippter Laufpass. Ja, richtig schlecht gespielt. So, jetzt dranbleiben. Ich will nicht wieder 1-0 in Führung gehen und dann am Ende wieder 2-1 verlieren. Komm jetzt. Mach dieses 2-0. Das war auf jeden Fall individuelle Klasse, dieses 1-0 von Mané. Ah, das ist doch gut. Dafür habe ich ihn doch. Da hat es sich doch schon gelohnt, auf Premier League umzustellen. Aber wobei man echt sagen muss, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit denen besser spiele oder verhältnismäßig besser spielen würde im Vergleich zur Liga A oder mehr Spiele gewinnen würde. Es ist einfach ähnlich. Also bisher leider noch nicht anders. Ich hätte halt mich echt gefreut, wenn es richtig fett abgegangen wäre oder so, aber so war es leider nicht bisher. Sehr gut von Touré. Macht auch einen guten Job bisher. Ja, ich bin nicht durchgekommen. Ich hatte auch vorher eigentlich. Verstehe ich nicht, wie er da zuletzt dran sein kann. Danke. Hat natürlich Glück. Nachdem er uns ultra schlechten Einwurf macht. Ein Auto wird. Was macht denn der da hinten mit? Oh, warum steht denn da noch jemand? Aber danke, dass er ihn rettet. Ich habe eigentlich gehofft, dass er jetzt direkt den Ball nochmal bekommen. Ach so, der war im Aus, das hab ich auch nicht gemerkt. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen straffen hier. Ruhig ein bisschen hin und her rennen lassen. Und dann Arnautovic schicken. Schade. Boah, Kopfball, ey, muss doch Smalling eigentlich gewinnen. Also auch riesengroß.
Oh, doppelt schade. Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. War er da noch dran oder war er einfach nur ultra schlecht? Der war einfach nur ultra schlecht. Krass, aber wie hat er uns denn da bitte schon getunnelt? Trotzdem gefällt mir überhaupt nicht, wie die zweite Hälfte losgeht. Ganz in Ruhe, ihn ein bisschen laufen lassen. Oh, es war wieder so knapp. Aber das mache ich, meine ich halt. Es funktioniert einfach so schlecht in letzter Zeit wieder. Von außen nach innen zu spielen. Klar, es hängt auch damit zusammen, wie gut die Gegner verteidigen und so, aber es ist echt krass. Oh. So viele ultra knappe Situationen, die für den Gegner ausgehen. Sehr gut, schwacher Abschluss. Wieder bin ich dran, er bekommt den zweiten Ball. Boah, zum Glück kein Elfmeter. Einfach zu offensichtlich, was ich mache. Mist. Oh. Auf Arnautovic spielen den Pass. Was ist denn jetzt los? Meine Fresse. Das ärgert mich echt gerade, wie das läuft. Läuft richtig scheiße. Überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dranbleiben, das 2-0 machen. Och, das ist genau das Gegenteil. Ich kann nur hoffen, dass ich diese scheiß 1-0 halte. Ich werde gerade schon wieder zu emotional, ich merke das. Ich muss ruhig bleiben. Es ist nichts passiert, du führst. Du führst. Du führst, verdammt. Komm schon, bleib einfach dran, du führst. Es ist nicht mehr viel Zeit. Konzentrier dich. Du kannst dich dafür, wenn deine Spieler halt einfach mal die Pässe komplett scheiße spielen. Egal. Oh, ich habe ja einen Ball, nice. Oh ja, komm, komm. Okay, haben wir ein bisschen Glück. Geil, dass wir jetzt mal die zweiten Bälle bekommen, wird aber auch Zeit. Oh, und der steht echt noch im Abseits der Mané. Geil. Krass, dass er noch volle Ausdauer hat. Also der Aspili, sowas, Aspili.
Wieder bekommt er den zweiten Ball. Oh. Das wäre ein geiles Tor gewesen. Ach, es gibt sogar noch einen Einwurf, geil. Ja, ich weiß nicht, ich glaube aufgrund der ersten Hälfte und weil der Gegner eigentlich in der zweiten Hälfte auch nicht wirklich ultra gefährlich war, außer jetzt hier am Ende in der Schlussphase, ein bisschen lucky, geht dieser knappe Sieg okay, aber es ist halt auch wieder so ein knappes Spiel gewesen, ne? Also genau wie das letzte Spiel war das gerade jetzt aufgrund der Endphase, aufgrund der zweiten Hälfte wieder ein knappes Spiel und es hätte auch andersrum ausgehen können, muss man leider so sagen, wobei ich schon sagen würde, ich hatte leichte Vorteile. Vorlagen, ja, Benteke. Aber immerhin haben wir das wenigstens gewonnen. Es ärgert mich halt trotzdem. Wir haben jetzt schon mit 4 Niederlagen nach 8 Siegen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch 2 Siege holen würden, hätten wir... Ach nee, wir haben erst 7 Siege. Na, Glück auf. Okay, dann... Ja, selbst wenn wir jetzt noch 3 Siege holen würden, hätten wir halt schon... Wie viele Niederlagen? 4? Ist es richtig? 4 Niederlagen? Und... Also wir haben jetzt noch 14 Partien, wenn wir, ja, 4 Niederlagen, das wäre halt schon nicht mehr so geil, aber erstmal schaffen, ne, erstmal die nächsten 3 Spiele in Folge gewinnen. Und wenn man sich dann halt überlegt, dass das eine Spiel, wo wir klar besser waren, wieder mal abgebrochen wurde und wir nicht geführt haben, weil Müller halt einen Alu-Treffer macht und dann auch der Nachschuss nicht reingeht, dann herzlichen Glückwunsch, also es läuft wieder mal nicht für uns in der Weekend League. Aber es ist eigentlich scheißegal, egal ob am Anfang perfekt läuft und man mit 10 Siegen und 2 Niederlagen startet, ob es beschissen läuft und man mit 10 Siegen und 5 oder 6 Niederlagen startet, ich komme ja trotzdem immer ungefähr an den gleichen Rang rein. Es kann auch durchwachsen sein, wie jetzt in dem Anfang. Ich werde wahrscheinlich trotzdem am Anfang, am Ende wieder mindestens Gold 2 werden. Das ist halt... Oh, ich will aber endlich mal Elite 3 werden, verdammt nochmal. Dafür muss ich aber konstanter spielen, dafür muss es weniger knappe Spiele geben. Dafür muss ich, oder dafür darf ich kein einziges Spiel abgeben, weil ich bescheuert bin und 2 Tore verursache. Da darf ich kein Spiel abgeben, wo ich eigentlich der klar bessere bin und dann trotzdem verliere. Da darf ich am besten keine knappen Spiele erzeugen, weil die knappen Spiele, die können halt auch mal von Gegner ausgehen. Und wenn, dann muss ich halt alle gewinnen. Das ist alles schon, ist alles passiert schon in der Weekend League. Knappes Spiel verloren, Gegner war besser, verloren. Ich habe 2 Gegentore quasi verursacht durch dumme Fehler verloren. Und ein Spiel war ich meiner Meinung nach auch deutlich besser und habe es trotzdem verloren. Nice. Egal, ich gehe jetzt erstmal zu meinen Eltern essen und dann mache ich noch ein paar Spiele, mal gucken, wie viel haben wir denn noch? 14. Also ich denke mal, ich werde, das heißt, also ich muss auf jeden Fall unter 10 Spiele kommen. Ich will eigentlich keine 10 Spiele noch am Montag machen müssen, das wäre merkwürdig. Also ich denke, so bis 8 Spiele würde ich halt schon gerne runterspielen, dass ich heute noch mindestens 6 mache. Und dann schauen wir mal weiter. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.